Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Endlich habe ich es mal geschafft, für euch Counter-Strike Global Offensive anzuschmeißen, aufzunehmen. Ein Spiel, was wir seit Jahren lieben, auch eine lange Zeit gesuchtet haben. Und jetzt ist es dann endlich mal soweit. Jetzt steigen wir endlich mal im Game ein. Warum erst jetzt? Ja, gute Frage. Weil wir es lange nicht gespielt haben, momentan auch in anderen Games vertieft sind. Aber ich dachte mir, da kann man doch jetzt mal kurz ein Gelegenheitsspiel machen, wo Global Offensive ja auch gerade wieder an Beliebtheit gewinnt und mit vielen neuen Patches das Spielverhalten an Spielspaß gewonnen hat. Deshalb wir da definitiv mal gucken, wie wir so zurechtkommen. Also ich habe jetzt in den letzten beiden Tagen ein paar Mal gespielt, ein paar Gelegenheitsspiele gemacht. Wettkampf gibt es ja erst ab Rank 3. Das wurde alles zurückgesetzt. deshalb mit weniger Spielen vertreibe ich mir da so ab und an die Nächte und die Zeit. Und das ist ganz lustig, nicht ganz so wie früher, weil ich halt ja nicht mehr so gut bin, ehrlich gesagt. Muss ich leider auch zugeben. Weil es mit dem Ziel noch nicht so gut klappt. Ich habe jetzt mir schon wieder einige Tipps anhören müssen, weil ja auch der Rabbit und der Lump, die sind doch relativ gut, was das angeht. Die sind in Counter-Strike nahezu Pros. Und da kann ich dann doch leider nicht mithalten. Jetzt probieren wir es mal hier über A lang. Und sind down. Kriegen wir einen Header von Sippens. Das ging schnell. Das ging flott. Immerhin habe ich so für das 2 noch die Kommandos drauf. Ah, lang. Catwalk, das ist natürlich die bekannteste Map. So, die spielt jeder. Jetzt probieren sie gerade die Bombe bei A zu legen. Unsere Jungs sind auch alle tot. Nur noch der Mr. Spy. Wir haben hier keine Chance. Sind jetzt auch nur noch 2 Runden. Ich hoffe, dass gleich die Teams zumindest ein bisschen gemischt werden. Weil das steht richtig schlecht um uns. Aber man kann ja auch nicht immer gewinnen, ne? Das muss man ja auch so sagen. Ja, ich kann leider nicht mal nicht mal eine M4 kaufen, deshalb renne ich hier einfach mit den Dual Barettas Richtung Tod. Ein bisschen Kamikaze-Action. Flashbang. Wo sind sie denn? Alter, die räuchern mich richtig aus. Meine Güte. Ah, smoken wird hier auch noch zu. Also das mit dem Durchrennen, mit dem Dual-Barettas, Akimbo-Style, wie man von Call of Duty und Co. kennt, das hat nicht so gut geklappt, leider. Oh, den hat er weggesnackt. Zack. Der Wutz, der wehrt sich nochmal. Ah, no goodies for you, hey. Schade. Da wehrte sich der Wutz nochmal. Geklappt hat der Schleider nicht. Da kriege ich nochmal einen Assist. Und das war's dann auch für uns. Mit einem Kill fahren wir mal nach Hause. Ein Kill. At least. 12 XP, juhu. Da sind wir richtig am Jubeln. Vielleicht kriege ich ihn drin. Vielleicht kriegst du. Nix. Auch gut. Nix ist immer gut. Mein Gott, da lachen sie mich wieder kaputt. Noobs, easy. So ein Scheiß. Wie von der Hilfsschule, ehrlich. Solche, da frage ich mich auch, was geht in dem Kopf vor, dass man so dulle ist? Dass man sich darauf einen abwichsen muss, dass man hier Anfänger kaputt macht. So Russen, die ihre Pimmel darauf reiben oder was? Keine Ahnung. Mein Gott, ey. Vor allem im Gelegenheitsspiel. Weißt du, im Wettkampf, da kannst du dich freuen, wie lustig bist, aber naja, wie dem auch sei. Gucken wir mal, wie es auf Inferno läuft. Auch eine Classic Map, also die neuen Maps, die mag ich gar nicht, muss ich zugeben, mit Zoo und sowas da. Was gehen wir? Terror, Terror, Antiterror, ich gehe Terror. Move it, move it. Bot Craze. Dann wollen wir mal. Los geht's!
Go, go, go. Ah, und dann kommt wieder der... Oh, wieder dieser Sippenx. Mit seiner scheiß AWP. Gehen die wieder alle in eine Gruppe, ey. Ich fasse es gar nicht. Lächerlich. Und die Luschen bleiben alle hier drauf. Boah, dann krieg ich wieder eine. Mein Aim ist nicht der beste, wie man sieht. Nicht der beste. Aber egal. Müssen wir ein bisschen defensiver gleich spielen. Das ist wichtig. Sonst wird das nicht. Ha. Spiel startet in 1, 2, 3. Los geht's. Pistol Round natürlich. Spielen wir aber Dualbaretta. Mag ich immer ganz gerne. Habe ich früher auf Source, habe ich damit viele Kills geholt. Hier ist das dann doch etwas anders. Nicht mehr ganz so wie früher, muss ich zugeben. Das war früher leichter. Den haben wir gesnackt. Den haben wir auch, sehr gut. Weg zu AF frei. Verstecken wir uns nochmal hier. Ey, scheint hier zu sein. Ich warte nur darauf, dass uns irgendeiner noch vernascht. Wie eine Puddinggans, aber die Bomb has been planted. Sehr gut. Mein Handy geht mir so auf den Sack gerade, weil irgendein Trottel einfach nicht rafft, dass ich gerade keine Lust auf ihn habe. Bin ich der Letzte? Ne, noch nicht. Wir snacken die gerade weg, das ist sehr cool. Ich bin leider der Einzige bei A, was mir ein bisschen Sorgen macht. Ah, jetzt haben wir ihn. Ja, hat ja gut geklappt. Zwei Jungs mit der Dualbaretta geholt. Das ist geil. Das hat sich gelohnt. Okay, AK. Spielen wir. Kann sein, dass ein paar von denen noch Pistol Round spielen. Das heißt, die zweite Runde könnte auch zu unseren Gunsten verlaufen. Aber auch nur, wenn wir Glück haben. Der Bomb Carrier, wo geht er lang? Durchs Haus, also machen wir hier einen kleinen A-Rush. Klappt doch ganz gut, klappt doch ganz gut. Ja, ich hab halt, muss halt noch gucken. Weil ich halt viel noch am Rushen bin, wie damals bei Call of Duty. Wie man auch gerade wieder gesehen hat, ich fühle mich immer dann sehr selbstsicher, wenn ich hier durchrenne. Wie viele sind noch am Leben? Zwei Jungs. Dann hauen wir direkt mal hier ab. Ein bisschen saven. Reicht das? Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Yes! Das haben wir auch. Die Round. Läuft ja dann doch schon was besser als vorher. Die Runde auf das, die war ja ein Witz. Ich denke mal, es werden viele bei A sein. Viele, 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 viele. Deshalb lieber nach B, da ist er auch. Upsala. Naja, wie immer. Eieieiei.
Na. Ja, sehr gut. 3 AP noch. Boah, Glückstreffer hier wieder. Ah, hier haben wir auch gewonnen. Sehr gut. Übrigens, mein Herz habe ich auch in Rot gestellt, in Rot geschaltet. Fand ich ganz cool. Da drin ist er. Ah, oben in Windows. Zack. Snacken wir sie weg. Okay, wir sind unterwegs zu A. Gehen wir hier runter. Hier ist gesmoked, das ist schon mal sehr gut. Die Hühner, die machen mich nervous. Ah, die haben keine Chance. Könnte sogar zu Null werden, wenn wir richtig top drauf sind. Mann, der frisst aber auch der Matter, weil 7 zu 1 Kills. Ich hab 3-0, das ist okay. Das ist immerhin noch nicht gestorben. So, die muss ich mir zurückkaufen, die Grenade. Ich muss mir übrigens wieder Shortcuts legen aufs Numpad, damit ich da schneller kaufen kann. Flashbang. Mal ein bisschen leiser sein, damit ich zumindest ein bisschen die Schritte höre, aber viel Schießerei. Nice. Vorsichtig. Das gibt's doch gar nicht. Oh, was? Was? Solche Ficker. Was für Ficker, ey. Da wurden wir für eine Schwigumi-Knäschende, ey. Und der Sippings, oder? Der geht mir so auf den Sack, ne? Wie kein anderer. Ah. Egal, genug Cash haben wir. I'm Super Bier. Halt doch die Fresse, was bist du, ey? Ein Affe. Schmeißen wir jetzt wieder die Hex an oder was ist da los? Mann, ey, leck mir doch die Pimmelwund. Jetzt haben sie wieder die Hex an, weißt du? Guck ich mir jetzt an, die Fotzensau. Wer war das hier oder was? Lutzes. Schon down. Mann, ey, unfassbar, ey. So Hacker verseucht die Kacke. Kannst du doch knicken, ey. Das fing so gut an. Naja, was will man machen dann? Das gehört dazu. So spielt das Leben und nicht anders. Scheint ja trotzdem noch zu gewinnen. Ja, die Fused. Nicht. So. Nächste Runde läuft hoffentlich wieder was besser. Ich kann es nur hoffen. Also B gehe ich nicht nochmal. Warum auch immer die Bombe da fallen lassen. Der wollte wohl nicht. Throw in smoke. Throw in a flashbang.
Smoke hat sich immer noch nicht verzogen. Dann gucken wir mal. Ah, scheint hier zu sein. Viel. Ach, ey, warum war der denn jetzt nicht geflasht? Warum nicht? Erklär das mir, ey. 3-3, jetzt bin ich wieder der Kacknoob aus der Gruppe. Aber ist doch Lack. Jetzt mal auf die Hölle los. Sauber. Nice. Die läuft doch nochmal ganz gut, die Runde. Ich geh nach B. Das ist ja jetzt eh nur noch zwei Jungs. Nein! 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 Oh, nein! Kacke! Mann, ich war der Hoffnungsträger! Der Hoffnungsträger war der Woods. Boah, drei Jungs habe ich nochmal geholt. Heilige Mutter Maria. Oh, one versus one. Komm schon. Sekunden. Er muss jetzt offensiv gehen. Da war er doch. Banana. 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 Go. Nicht messern, Mann! Geil. Auch nicht schlecht. Da macht doch mal einer auf Show. Ach, jetzt haben wir eine Köder gekauft, ne? Geil, ey. Da macht Zieler da so eine Kackshow ab. Was ist da noch? Ich hab wieder die Bomb. Da drehen sie voll durch. Da drehen sie richtig durch. Heilige Gottes, ey. Manometer. Jetzt da. Boah, der snackt die alle weg. Wie komme ich denn da rein? Ah. Da. Ach, das ist doch nicht wahr, ey. Dieser No Fucking For You. Eieieiei. Der Woods wieder auf Amateurniveau spielt, Alter, der Woods. Eine gute Round, eine gute Round. Aber wir haben, glaube ich, gewonnen, oder? Nee, doch nicht. Scheiße, gewinnen wir nicht die Round. Ah, Whitey Rush. Ah, ich krieg zu viel. Vor allem dieser No Goodies, der geht mir so auf den Sack, ne? Ja, aber hat er nur 5 Kills und ich glaube, die 5 Kills, die er hat, die waren gegen mich. So förmlich. Ein Klassik. Der Lord auf WC, der ist nicht schlecht. Let's go, let's go. Dann können wir da jetzt noch mal ein bisschen Action bei B machen. Nehme ich noch? Ich weiß es nicht. Nice.
zurückschlagen. Nice. Das war's. Das war's. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns übrigens morgen, müssen wir uns nochmal wiedersehen, denn ich habe noch ein Video im Köcher von einem mobilen Gamer wieder. Da dürft ihr euch sehr drauf freuen. Mal gespannt, was das sein wird. Und ja, einen schönen, was haben wir heute eigentlich? Mittwoch noch. Mittwoch? Ja, Mittwoch. Heute gehe ich Fahrrad fahren. Alles klar. Viel Spaß. Tschüss.